Einen wunderschönen guten Tag, liebe Game2-Zuschauer und Zuschauerinnen. Ich wurde freundlicherweise auch gefragt, ob ich hier im Zuge dieser Reihe nicht ein wenig über mein Lieblingsspiel plaudern möchte. Mein Name ist Dominik und ich betreibe schon eine ganze Weile lang den YouTube-Kanal The Kedos Zone. Dort beschäftige ich mich auch primär mit Gaming, hauptsächlich in der Form von, ihr habt es bestimmt schon erraten, Let's Plays. Da lässt sich allerdings auch direkt die Brücke zu meinem Lieblingsspiel Fahrenheit schlagen, denn das war 2011 eines meiner ersten größeren Projekte, mit denen ich mich beschäftigt habe, und da erinnere ich mich auch sehr, sehr gerne zurück. Aber lasst mich erstmal damit anfangen, den Anfang des Spiels ein wenig aufzudröseln. Das Spiel, das beginnt sehr dramatisch. Wir befinden uns auf der Toilette eines kleinen Diners und bemerken, dass da in der Toilette, in der Kammer, befindet sich Lucas. Und Lucas, das ist einer der drei Protagonisten. Gleichzeitig bekommen wir dann als Spieler oder als Zuschauer auch schon mit, dass da irgendeine Besitznahme von Lucas stattfindet. Und genau das passiert auch. Lucas befindet sich in irgendeiner Art Trance und bringt diesen Mann, der gerade noch am Pissoir steht und sich danach vorbildlich die Hände wäscht, diesen Mann, den bringt er um, obwohl er das eigentlich gar nicht möchte. Und genau in diesem Moment gibt einem das Spiel die Kontrolle. So sehen wir zum Beispiel direkt am Anfang dann plötzlich eine zweite Szene nebendran im Splitscreen, dass sich nämlich in dem Diner ein Polizist befindet. Und spätestens in diesem Moment sollte man sich entscheiden, möglichst nicht mit blutverschmierten Unterarmen und dem Messer in der Hand aus dem Diner hinauszugehen. Aber auch dann gibt es eben noch Situationen wie, vergisst man zu bezahlen, rennt man einfach so raus, lässt man sich noch auf ein Gespräch ein und so weiter und so fort. Also ihr seht schon eine Kette aus vielen verschiedenen Entscheidungen, die da ablaufen, die dann eben zu weiteren Ausgängen oder eben Nicht-Ausgängen innerhalb des Spiels führen. Im besten Fall schafft man es aber mit Lucas dann natürlich da raus und lernt dann direkt im Anschluss die beiden anderen Protagonisten, nämlich Carla und Tyler, kennen. Die beiden, die sind ein Ermittlerduo bei der Polizei und werden direkt zum Tatort gerufen, und dann befindet man sich plötzlich in der komplett anderen Position. Denn man muss jetzt plötzlich den Tatort, den man eigentlich gerade versucht hat zu verdecken und möglichst undurchsichtig zu machen, den muss man in polizeilicher Ermittlungsarbeit dann wieder auseinandernehmen und möglichst viele Hinweise finden. Und das bleibt eine ganze Zeit lang im Spiel so, dass man eigentlich so ein bisschen gegen sich selbst spielt. Und wer da jetzt eine krasse Detektivgeschichte erwartet, die möglichst realitätsnah ist, der wird da leider enttäuscht werden. Es ist also, wie man vielleicht bemerken dürfte, gar nicht so einfach, Fahrenheit insgesamt auf einen Nenner zu bringen. Und deswegen ist es auch gar nicht so einfach, auf einen Nenner zu bringen, warum ich das als mein Lieblingsspiel betiteln würde. Es ist so ein bisschen das Spiel, das mit die Grundlagen gelegt hat. Und das Spiel, das sich damals was getraut hat. Und das ist vielleicht auch der Nenner, auf den man es dann am Ende bringen kann. Es ist mehr eine besondere Atmosphäre und ein besonderes Gefühl, das das Spiel vermittelt. Ich hoffe, ich konnte euch so ein bisschen vermitteln, was mich an Fahrenheit damals so begeistert hat und auch immer noch begeistert. Auch wenn es eben ein Spiel ist, das gar nicht so leicht zu umschreiben ist. Ich wünsche euch jedenfalls noch eine fröhliche Weihnachtszeit. Ich bedanke mich dafür, hier dabei gewesen sein zu dürfen. Und sag Tschüsschen, frohe Weihnachten.